Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Angeberwissen. Ja, er ist der Christian, ich bin der Sashi. Gute. Und wir reden heute über R. Kelly. Über R. Kelly, ja, über den 8. Januar. Über den 8. Januar. Ja, heute ist der 8. Januar. Richtig, genau. Ja, R. Kelly hat Geburtstag. R. Kelly hat Geburtstag. R. Kelly hat Geburtstag. Was hat er so gesungen? I believe I can fly. Hm, nicht schlecht. Ja, also 1967 geboren. 67. Ein Ticken älter als wir, also so Ticken? 24 Jahre alt. Also einen richtigen Ticken älter. Ja, also 67 geboren. Ja. Ja. Findest du ihn gut eigentlich? Nee, ist nicht so meins. Nee. Nee. Also was ich gut finde, 1954, am 8. Januar, ne, hat Elvis Presley seine erste Schallplatte. Den finde ich auch gut. Den finde ich gut, ne? Ja, Elvis also, ist auf Elvis jeden Fall. Ist einfach die Legende. Ja, guck mal. Ja? Da sah er noch gut aus, ne? Ja, richtig. Elvis Presley hat den Rockabilly-Sound geprägt. Ja, ist also gut. Ich bin wirklich ein Elvis-Fan, ja? Nicht nur, weil er hier in der Nähe auch gewohnt hat, eine Zeit lang. In Friedberg. Bad Nauheim. Bad Nauheim? Bad Nauheim, der ist hier bei uns in der Nähe, so, wo er wahrscheinlich herkommt. Dabei wären seine US Army. Ja, also von Memphis, Tennessee aus gesehen ist das in der Nähe hier. Wo wir wohnen, ist Bad Nauheim nah. Also, um nach Bad Nauheim zu kommen, musst du schon mal ein Stündchen fahren. Aber nicht so weit wie nach Tennessee. Ja, ja, natürlich. So. Von Tennessee ist deswegen, es näher. Ja. Deswegen, da ist es näher, ja. Die Labe ein Zeug. Ja, 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 genau. Elvis Presley, cool. Ja, ja. Was findest du am besten von ihm? Welches Lied? Jailhouse Rock. Jailhouse Rock? Ja, finde ich gut. Das so, ja. Das geht halt so ab. Alter, ernsthaft, der hat so viele geile Lieder. Da, ein Elvis Presley Lieblingslied kann man eigentlich nicht haben. Ich habe mal ein Konzert von ihm gesehen. Also natürlich auf DVD, ist ja klar. Ich wollte gerade sagen, da, dir könnte ich auch zutrauen, dass du live da warst. Das war 72 und da hat er dann halt gesungen, das war irgendwie da, also diesem schwarzen Ledertress, so hauteng, fit wie ein Turnschuh in dem Moment. Und jeder Ton, der aus seiner Kehle kommt, der sitzt. Das ist so geil. Ja. Also wirklich, der kann furzen, das hört sich super Elvis an. Elvis ist eine Legende. Ja, super. Elvis ist eine Legende. Und 1927 am 8. Januar, da ist das Berghotel auf der Zugspitze eröffnet das worden. Das Berghotel auf der Zugspitze. Warst du da schon mal? Ich war schon mal auf der Zugspitze, ich kann mich aber nicht an das Hotel erinnern. Du hast mal erzählt, dass du von der Zugspitze runtergefallen bist. Ja, wir waren an dieser Aussichtsplattform in den Schnee da, aber wo wir da Rufaxen gemacht haben. Ja? Ja. Aber an das Berghotel kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Nee? Warst du so voll? Nee, jetzt nicht so, aber... Aber ein bisschen warst du schon. Ja. Angetrunken warst du schon. Angeschickert. 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 Also 12 Weizen hast du schon. Ja, vielleicht so. Also 12, vielleicht nur 13. Aber dass da ein Hotel war, kann ich mich echt nicht erinnern. Ja. Naja. Also das war auf jeden Fall alles am 8. Januar. Berghotel ist eröffnet worden. Ja. Elvis Presley, erste Platte aufgezeichnet. Ja. Und hier, wer hat immer? R. Kelly hat Geburtstag. R. Kelly. R. Kelly hat Geburtstag. Ja, jetzt könnt ihr rausgehen und könnt euer Angeberwissen anwenden und könnt sagen, hier, am 8. Januar war folgendes. War das und das, genau. Ja, wir sehen uns morgen wieder am 9. Januar, aber bis dahin, cheerio mit Sophie. Gute.